Hallo, euer Capo hier. Heute ein weiteres Video von King Arthur Legend Wise. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr am besten Gold farmen könnt, denn Gold ist und bleibt in diesem Spiel einer der wichtigsten Ressourcen, liegt daran, weil sie extrem schnell zu verbrauchen oder verbraucht wird. Und zwar, man kann natürlich mit Kristalle, ist mal der erste Part, Gold sich kaufen. Macht das nicht. Das ist die schlechteste Sache, die man machen kann. Selbst wenn ihr genug Diamanten halt habt oder Kristalle halt habt, nutzt sie dann höchstens zum Öffnen von, also zum Beschwören, aber nicht für Gold. Das ist schon mal eine Sache, die ich euch abraten würde. So, jetzt gibt es hier mehrere Sachen, wie ihr halt farmen könnt. Als erstes die ganz normale Sache, wenn ihr Gorgo oder Altri, also Frozen Plain farmt, bekommt ihr generell Gold. Umso höher ihr im Level seid, umso mehr Gold bekommt ihr nachher. Hier sind es jetzt 3000, ihr seht, ein Level weiter sind es dann 4700 und so weiter und so fort. Hier sind es dann 6500. Je nachdem, wie weit ihr halt kommt, farmt ihr hier natürlich generell richtig viel Gold nebenbei, weil ihr wollt ja eh die Relikte hochziehen, beziehungsweise hier beim Gorgo eure Hellen hochziehen. Von daher kommt das Gold ja generell erstmal nebenbei. Das ist schon eine gute Sache. Trotzdem ist das Gold relativ fix all. Dann kann man im Equipment Dungeon, wenn man hier jetzt auf dem Vigo-Set geht, was ich aber hier nicht empfehlen würde, sondern nachher in der Story, dazu kommen wir aber gleich, oder hier farmt, kann man genauso Gold regenerieren. Das sehen wir hier, 6700 auf Stufe 5, das ist schon nicht wenig. Also da kann man auch Aufwand und Nutzen, muss man immer wieder sehen. 5 Energie ist halt schon nicht ohne, da gibt es bessere Möglichkeiten. Meine Meinung ist, dass ihr im Adventure-Bereich, wenn ihr hier in der Main-Story das Chapter 10 geschafft habt, das wird eine Weile dauern, aber wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr hier bei den 10.4 bis 10.6 generell relativ gut farmen, weil hier wollt ihr natürlich das Vigor-Set haben und wollt, dass hier oben dann Prozent drin ist. Sei es für einen Angreifer Angriffprozent, sei es für einen Heiler HP-Prozent zum Beispiel. Und damit wollt ihr ja generell hier farmen und ihr regeneriert hier 5000 Gold, was wirklich Aufwand und Nutzen halt sehr, sehr gut ist, weil es nur 3 Energie kostet. Das ist halt so meiner Meinung nach die zweitbeste Sache, um hier Gold zu farmen, wenn ihr einfach hier in der Kampagne weiterfarmt, da macht ihr nichts verkehrt. Die beste Sache, also die Nummer 1 zum Goldfarm, ist meiner Meinung nach, was ich bis jetzt mitbekommen habe, im Adventure-Bereich. Und zwar genau im Chapter 7. Wenn ihr es bis dahin geschafft habt, was jetzt so schwer nicht ist, also was auf jeden Fall machbar ist, kommt ihr hier irgendwann in einen Bereich, öffne ich mal, Sanctuary of Water nennt sich das, so eine runde Kuppel hier. Wenn ihr hier drinnen seid, ich habe es jetzt schon geschafft, ich kann es euch jetzt nicht in Aktion zeigen, ist aber nicht schlimm, sind hier 6 Türen. Ihr seht es hier links 3 und hier rechts 3. Ihr müsst hier so ein Rätsel lösen, quasi hinter jeder Tür sind immer so eine 4 Haie, die ihr halt besiegen müsst. Dann geht ihr durch eine andere Tür und kommt wieder hier raus sozusagen aus der Tür. Mehr ist es nicht, ihr müsst zweimal die richtige Tür erwischen sozusagen, dann habt ihr das Rätsel geschafft und hier öffnet sich dann was und ihr könnt hier unten halt, wo das rote Portal ist, hier weitergehen. Versucht das Rätsel, so blöd wie es klingt, nicht zu schaffen, denn diese 4 Haie, sage ich mal, sind relativ einfach zu besiegen. Wenn ihr den King Arthur relativ gut ausgerüstet habt mit einem Angriffsset und die Ulti einsetzt von denen mit seinen Flächenschaden, mit seiner Feuerwaffe, besiegt ihr die so einfach, das geht richtig schnell, rucki zucki. Ihr verbraucht 3 Energie, das ist schon mal die erste Sache. Ihr kriegt auch ein Ausrüstungsteil, 3 Sterne meistens, was ihr auch verkaufen könnt, wenn ihr es natürlich nicht benötigt. Ihr bekommt etwa Tränke oder für die Relikte so eine Tränke und ihr bekommt 7900 Gold und das für 3 Energie. So, rechnet euch das mal hoch. Wenn wir jetzt mal ganz grob rechnen, 2500 bekommt ihr für 3 Energie mehr. So, rechnet euch mal, wenn ihr 300 Energie am Tag habt, die 2500 mal 100, wie viel Energie das ist oder wie viel Gold das ist, so rum. Und wenn ihr das mal 3, 4, 5 Tage durchzieht, wie viel Gold da zusammenkommen kann. Und das ist so meiner Meinung nach die beste Sache aktuell, wenn ihr es
wie ich jetzt schon beendet habe, natürlich nicht. Wenn ihr es aber noch nicht beendet habt, das Chapter, und hier noch nicht seid, nehmt dies mit und versucht es so oft falsch zu machen wie möglich, denn besser könnt ihr meiner Meinung nach aktuell hier kein Gold farmen, oder ich habe keine andere Möglichkeit bis jetzt gefunden. Deshalb wollte ich euch das mal mitteilen, wo ihr halt ein bisschen euch einen Puffer von ein paar Millionen Gold aufbauen könnt, damit ihr es nicht so schwer habt und relativ schnell weiterkommt. Ja, ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Livestream. Euer Capo. Macht's gut. Ciao, ciao.